geh jetzt weg oder ich schubse dich. Hast du das verstanden? It's not possible. Man malt jeden Abend ein Bild. Ist es dann gelungen, dass alle beim Rausgehen sagten, geile Leute, geile Mucke, geile Stimmung? Das ist wirklich ein absurder Beruf. Ich bin Exzessbetreuer und deshalb schenken mir die Menschen positive Aufmerksamkeit. Also ich vermeide es, diese steife, trockene Ausübung von diesem Job zu haben. Dass die Jungs, die sollten halt Spaß haben bei der Arbeit. Du bist die oberste Legende. Im besten Fall hat ja jeder Club oder jede Zeit, jeder Pocher irgendwie Spuren hinterlassen oder Leute geprägt und ein Lebensgefühl ausgemacht. Ich glaube, alle oder jeder, den es betraf, musste erst mal lernen, was Freiheit überhaupt auch bedeuten kann. Die Leute haben diese Plätze besetzt, diese Häuser besetzt. Und das fand ich halt so anziehend, dass das Studium nicht mehr interessant war. Ich bin dann in diese Clubszene eingetaucht und es waren so Orte, die ich als total wiedervereinigt empfand. Ich wusste schon, 2 Wochen, nachdem ich in Berlin war, da stimmt irgendwas. Und daneben, dass halt so viele interessante Menschen sich da treffen. Ich finde es ganz großartig, dass immer wieder neue Läden aufmachen. Ich finde es genauso tragisch, dass andere wieder zumachen, aber auch das gehört irgendwie mit dazu. Wenn ich mal der zeitliche Segner, dann komme ich bestimmt in so eine Hieronymus-Bosch-Zwischenhölle, wo ich immer irgendwo klopfe und die sagen, nee, du nicht. Ja.